sollen wir eigentlich das 1-2 halt so und so weiter springt über Funk oder so? Nein, das sagen wir hier im Flugzeug drin und dann springt ihr sofort ab, wenn ihr es gesagt habt. Ja, aber ihr nicht müsst es laut Funk sagen, bitte. Und auch bei Julius und Malte, ihr sagt es alle über euer eigenes Funkgerät und laut. Jo. Ja, kommen Sie aus Funkgerät oder nicht? Also, der Punkt, auf den wir abspringen, der ist normal. Ihr braucht es nicht über das Funkgerät sagen, Benny. Ich meine doch nicht Funkgerät, ich meine übers Mikrofon. Ja, ja. Julius ist bei mir. Wir haben das jetzt so einigermaßen gemacht. Echo, there's one clear to take off. Was ist mit mir? Nee, ist gut, ich hab dich lauter gemacht. Ich hab dich eben nicht gehört. Also, die Höhe, auf der wir abspringen, ist normal 0 oder was? Also, das heißt, wir springen, bei was, nicht was raus, sondern so bei 600. Bei 500. Gut. Kann jeder nochmal etwas sagen? Ich weiß, ob die irgendwie alle laut genug sind. Ich sehe den. Ich sehe den Christoph sein HUD durch seinen Kopf durch. Das, was du beim Flugzeug siehst, mit der Meterzahl und so. Christoph, bitte jetzt Konzentration, danke. Bitte ernsthaft bleiben, das Video läuft. Auf der Map? So, ich versuche mal an Höhe zu gewinnen. Labal, du musst mich bitte einweisen, das heißt, du musst sagen, dass ich in der richtigen Richtung über den Absprungpunkt fliege, okay? Also mit Karte oder mit GPS? Mit Karte, mit dem GPS sehe ich ja genauso viel wie du. Okay, gut. Also jetzt fliegst du bei mir genau in die Verkette. Ja, ist schon klar, wir müssen erstmal Höhe gewinnen. Ich flieg bis Gott, wir sind out of map? Nein! Wie ist euer Status, out of map? Eure Position, außer der Hass auf der Karte. Wir sind jetzt auf 1300. Ich würde sagen, ich fliege mit 300 km/h drüber ungefähr. Ach, wie egal. Ich sag's nur, weil... Was passiert in DayZ? Nicht schön. Also ich stelle mir das so vor, ich sag, eins springt ab, danach sagt der nächste, zwei springt ab und so weiter, ohne Zeitverzögerung, ohne dass ihr irgendwelche Sekunden zählt. Ihr sagt einfach das, was ich gesagt habe. 2200 Meter. Ab. Ihr springt danach sofort ab, wenn ihr das gesagt habt, die zwei Worte, dann springt ihr ab. Das ist doch einfach Mausrad-Menü Jump Out, ne? Ja. Abspringen. Und bitte an alle noch einmal, wer die Absprungzone verpasst, und das werde ich dann auch nochmal durchgeben, egal ob ihr drinnen seid oder nicht, dann bleibt ihr drinnen. Weil wenn ihr da einfach irgendwo abspringt, dann seid ihr wirklich tot. Egal ob mit oder ohne Fallschirm. Absprungzone verpasst heißt drinnen bleiben. Nicht irgendwie raushüpfen und schauen, was passiert. Jetzt werdet ernst, Leute. So, doch, wenn wir über den Berg fliegen, kannst du schon Bescheid sagen. Bereit mal zum Absprung. So, 3000 Meter reicht. Jetzt brauche ich dich, Labal. Du musst sagen, dass ich in die richtige Richtung fliege. Oder ja, ich ungefähr. Ihr könnt schon mal über Post 1 euer DAGR aufrufen. Also ich gehe von der Karte aus, damit du es weißt. Ja, immer auf der Karte. Einfach auf der Karte bleiben. Immer noch ein Stückchen nach rechts. So, jetzt tendierst du zu der richtigen Richtung. Ungefähr jetzt so bleiben. Gut, ich fliege sogar ein bisschen zu weit rechts. Ja, oder so, ja. Wir sind jetzt auf 3500. Ich versuche ein bisschen abzubremsen. Wir sind zu schnell. Ein Stück hier noch weiter links, sonst fliegst du vorbei. Verstanden. Ja, so ist ganz gut. Ja, 30 Grad. 3500 Meter. Leicht steigend. Versuch's. Vergesst nicht, euer DAGR-System aufzumachen. Ne? Okay, ihr könnt jetzt langsam schon mal euer Bereit machen. Menü aufrufen. Auswahlmenü ist offen. Halt machen. Wenn ich sage, eins springt ab, dann springt ihr auch. Absprungzone erreicht. Eins springt. Zwei springen ab. Schnell, schnell, schnell. Ich gebe ihn auch raus. Raus, raus, raus. Alle draußen? Halt! Keiner springt mehr raus. Wären wir drinnen noch? Noch jemand drinnen? Ich wiederhole, noch jemand drinnen? Wir fliegen jetzt zurück. Also wie es aussieht, ist keiner mehr drinnen. Gut. Hat gar nicht so gut funktioniert, wie sie geplant hatten.
Nee, aber es sind Hauptsache alle draußen, weil sonst müssen die jetzt zurückfliegen, weil Chance verpasst. Hast du Landing Autopilot? Ah ja, kann ich auch machen. Ich muss erst mal im Süden sein. Aber ist das eine gemoddete Karte? Ich weiß es nicht, ich habe Angst, wenn ich auch... Warte. Weil, wenn das eine gemoddete Karte ist, dann landet er einfach irgendwo. Also lande lieber manuell. Ich muss erstmal die Höhe wieder ein bisschen verlieren. Ich sehe jetzt nur Sterne überall. Ja, wir sind auf... Du sagst mir, wann ich so anfunken soll. Im Moment haben wir eh keinen Funkkontakt mehr wahrscheinlich. Ja, okay, ich... Warte. Achtung, warte, ich flaps down. Okay, Flaps sind unten. Ich finde stark an Höhe. Ich kann was probieren, warte mal, ich versuche mal drüber zu fliegen, jetzt wo wir noch in der Luft sind. Radio List. Ja, stark an Höhe ist was anderes. Jetzt ist es stark an Höhe. Warte. Ich gehe mal auf Kanal 14. Marcel, hier Logistik, bitte komm an. Du bist auf Kanal 14. Ja, stimmt. Ich weiß. Marcel, hier Logistik. Nein, ich werde ohnmächtig. Echt jetzt? Ja. Geht's wieder? Nein, ich sehe schwarz. Scheiße. Marcel, hier Logistik. Ich höre dich. Höre. Alles wird okay? Ja, gerade ja. Gut, alles ist wie Plan, nach Plan verlaufen, wir müssen jetzt versuchen zu landen, over. Okay, verstanden. Gut, ich sehe leider kaum was durch diese scheiß Nacht hier. Ich bin zwar immer noch irgendwie ohnmächtig, aber es ist schon ein bisschen heller geworden. Ich weiß nicht. Wie heißt dieser Airport? Kinsella, oder? Nee, ja doch, Kinsella, und du fliegst genau südlich von ihm jetzt gerade vorbei. Gut. Aber wenn das von der anderen Seite kommst, fliegst du von der falschen Seite rein. Also theoretisch, wenn jetzt Marcel mit dem Flugzeug starten würde, würdet ihr kollidieren. Wieso? Hä? Der ist ja gar nicht in der Base. Ja, aber ich meinte nur theoretisch. Gut, ich werde eine Kurve ziehen. Muss noch ein bisschen an Geschwindigkeit verlieren. Das ist der andere Flughafen. Geht soweit alles? Ja, klar, aber du bist ein bisschen zu schnell, ich oder? Ich sehe die Markierungen. Nee, ich flieg 200 km/h. Langsamer sollte ich nicht fliegen. Gear up, ja, Gear gut. Ich mach mal das Licht an, oder ist das schlecht? Ja. Nee, das ist gut, das ist sehr gut sogar. Okay, du bist im perfekten Landeanflug. Ein bisschen hoch bist du, aber... Ich bremse noch ab hier. Geh, halt die Klappe, Schlampe. Das ist eine Landehilfe hier. Scheiße, scheiße, scheiße! Zu langsam! Scheiße! Ist gut, Vorgut! Dingerlingerling! Alle zehnmal ja. Tragen! Alle mal hier ins Feld Lazarett und heilen! Lass mich runter! Ja, ich... Marcel, deine Schulter leuchtet! Ja, ich hab... Wo bist du hin? Leise! Ach, jetzt alle Farzen! Alle Farzen! Hinter dir! Da hinten, da unten! Da ist niemand, Lucky! Doch, da ist ein Lucky! Ach, jetzt liegt er. Ey, ganz cool. Ehrlich, ne, ich finde das bis jetzt übelst schrecklich. Wieder auf. So. Ich habe mal GPS an. Kann mir irgendjemand da hinten sitzen mal sagen, dass ich über den Norden fliege von Bola Bongo? Und schau, dass du dich auf die Dächer konzentrierst und auf die Searchlights. Das sind nämlich die... Pass auf bitte, dass du nicht den... Ja, du weißt nicht, wo der ist, scheiße. Nein, nicht die Searchlights. Auf keinen Fall die Searchlights. Wenn die Searchlights aus sind, ist es stockduster in der Nacht und wir, da drinnen und wir können nicht snipern. Gut, dann keine Searchlights. Schau nur, dass du die MG-Stellungen abknallst. Ja, die sind... Und versuch bitte mal den Berg ein bisschen zu... oder? Sky, ist da noch was? Wo ist die Stadt? Ich glaube, ich wurde aus der Stadt geschossen. Ich kann es nicht genau sagen. Also ich hatte eigentlich Wurfminen hinter mich geworfen, aber ich habe die wohl zu weit geworfen. Wie gesagt, der MG-Schütze, den habe ich gesehen, den habe ich erschossen, aber sonst habe ich nichts gesehen. Und dann wurde ich eben noch beschossen. Ich weiß nicht, von wo das kam, vom Berg. Wir fliegen jetzt ja, im Feindgebiet, ich gehe mal relativ tief. Das kam vielleicht von unten, vom Kleid, also von... Okay, der Berg ist jetzt auf deiner rechten Seite, schießt da einfach mal ein bisschen drüber. Scheiße! Das ging jetzt aber sehr schnell.
Wir sind tot, ich sag's euch. Sollen wir landen, lande oder sollen wir... Schieß einfach mal rein. Figos Wasser, dann können wir abspringen. Schieß rein. Bis er die Geisel tötet. Wäre jetzt auch nicht so schlimm. Aber von der Seite tötet er sie nicht. Und? Kannst glaube ich auch auf High stellen, ne? Hast du alles beschossen, was du beschießen wolltest? Ich denk mal. Schieß nochmal rein, wenn du kannst. Hau alle Munition raus. Unter uns ein Panzer. F, da hast du höhere Feuerrate. Wie sich das anhört. Ich sehe nichts mehr, Leute. Jemand ist getroffen. Stopp, hör auf zu schießen, ich seh nichts. Hier, Team Wolf, komm. Ich seh absolut nichts. Schalt das Ding rum. Hör auf! Wo bin ich? Ja, warte mal. Irgendjemand ist verletzt. Malte, ja, du. Unter uns war ein Panzer, nur so zu Info. Malte. Malte ist, glaube ich, verletzt. Ja, Malte hat's erwischt. Ich lande jetzt erstmal. Malte ist es. Irgendwo, warte mal, da ist sie. Oh Gott. Kannst gleich mal wieder zurückfliegen mit einer Palette. Obwohl, wir können mal versuchen, ihn vor Ort zu heilen. Das hat Logistikkompanie hier, Team Wolf, komm. Weil das bei mir hat's funktioniert. Ja, Logistik hört. Oh Gott. So, das Gebiet ist jetzt sicher. Wir haben alle Verwundeten, soweit ich weiß, wieder zur alten Landestelle wo, von gerade gebracht. Könnt ihr jetzt kommen? Einen Moment noch. Wir haben alle nur Bodentruppen, wir bräuchten eigentlich schon ein Team, was Helikopter fliegen könnte. Ich habe mir überlegt, ob ich einen Angriffsheli rein tue, aber das hat sich auch nicht wirklich gelohnt. Und jetzt du musst bedenken, dann sind die, wir haben TWS und die sehen uns dann sofort. Unser Team. Ich kann nicht mal sehen, wo ich unten lande hier. Ja, dann, Benni, dann müssen wir noch besser auf frei und in ein Gebäude reingehen. Also ich will nicht sagen, aber die Feinde in der Stadt sind nicht so viele, dass man es da nicht schafft. Vor allem nicht mit Panzern. Ich weiß, ich habe jetzt keinen feindlichen Panzer gesehen. Da war ein Panzer. Einer. Ah doch, stimmt, da war einer, ja. Unter unserem Panzer, der cool, jetzt schaut mal, wie es... Letzte Malte, ne? Können wir raus? Ja.